Und da sind wir wieder. Euer Aha und Insta, hi. Jo, und wir sind gerade dabei. Nein, Mann! Dieser Autoanblick. Stimmt wohl nicht. Genau, park den mal ganz an der Karte. Ne, warte mal, der wird von alleine anfangen zu schießen, wenn du nah genug dran bist. Ich würde ihn wirklich Zelle für Zelle vorwärts schicken und gucken. Warte. Greift sie an? Ja, die Ah, kommt ja. immer näher. Okay. Genau, dann noch eine Zelle nach vorne. Ja. Das ist natürlich die Frage, ob das ausreicht. Ja, Stell oder mal das was? Mammut direkt daneben. Weil der hat dieselben Raketen. Die sollten eigentlich auch aus der Distanz funktionieren. Nee, aber er schießt Nee, einfach so gut. drauf. Okay, perfekt. Vielleicht Geil. reicht das ja. Okay, dann kriegen wir das schon mal kaputt. Warte, da kommen Leute, die wollen Ja. wahrscheinlich. Mal gucken. Nee, warte. Ja, ich mach Fokus mal nichts. auf die Ich mach nur was, Cousine. wenn die mich direkt angreifen. Ja. Sonst machen die das einfach kaputt, dann soll auch ein Angriff starten. Die greifen die Basis an, anscheinend. Ja, ich würde da einfach stehen bleiben und. Okay, cool. Perfekt. Noch hoffen, dass sie es nicht neu bauen. Nee, nicht angreifen. Warte mal, bis die vorbei sind und dann zurückschleichen. Jetzt schaffe ich es auch von hier aus. Ah, da kann sein, dass du in den Kreis von dem. Ja, oder stell sie da. Warte, die Haubitze. Nein! Oh Gott! Aber ganz cool bleiben hier. Nee, bei dem, diesem blöden Blitzturm bleibe ich nicht cool. Mann, die kommt in Reichweite von den Raketen, Tutsis da unten. Ja. Fürchte, Ja. ich muss mich hier so ranschleichen. Ja. Glaube, Genau, das und ist so kannst. die Idee dahinter. Und dann habe ich die Ja. Flags kaputt gemacht. Ja. Also, wenn das die Lösung war, und es gibt hier nur zwei Zumindest. Flags, dann krieg ich voll die Lachkrampf. Nein. Genau, dann musst du so leider manuell das Ding Das auf Ding der Brücke kaputt. kaputt machen. Um. Ja, Okay, diese das. Raketen. Diese Raketen sind richtig cool. Das ist schade, dass er sie so selten verwendet. Die haben, glaube ich, irgendwie 5 Minuten Cooldown oder sowas. Ernsthaft? Ah. Nach nicht so lange, das ist übertrieben, aber der verwendet die verdächtig selten. Ja. Ja. Also wenn hier hinten nicht noch irgendwelche sind, passt Das das. wäre Aber scheiße. wir versuchen es einfach mal. Vielleicht kriege ich dann ja wenigstens erstmal die ersten beiden kaputt gemacht, aber vielleicht ist das ja so der Trigger, um. Hoffst du, dass du den Hubschrauber kriegst? Ich wette, der Hubschrauber muss direkt über diese blöde Basis rüberfliegen. Ah, genau. Oh Und nein. deswegen musst du diese Flakdinger kaputt machen. Alter, wenn er das Ja. nicht macht, würde ich mich ärgern. Weil dann würde ich sagen, warum haben wir die zerstört? Du hättest doch von der anderen Kartenkante runterfliegen können. Logik, ja, Logik. Es kommt halt davon, wenn du noch keinen Continuity Manager hast. Ja, also viele Spieler haben sich damals über solche Sachen keine Gedanken gemacht. Nicht bei AKD, wo. Oh Gott, bei den Spielen sowieso nicht. Oder hier Earth 2140 und so. Auch also Earth 2051 ja wirklich so ein. Oder ein. Es war 2140, 2150 und 2160. Die Ja. hatten einen übermäßig komplexen Naja, Einheitenlinie, ne? 2140 war halt ein ganz strikter Command Conquer bzw. StarCraft-Klon. 2150 war das dann mit dem Mit dem, krassen. wo du die Autos selber bauen konntest, wo ich nicht dahinter gestiegen bin. Nein. Dahinter gestiegen bin, wie man das macht. Nee, schick ihn mal genau auf die andere Seite. Wenn du ihn direkt an der Klippe parkst, unterhalb des Dings.
muss hier halt den hier halt ein bisschen wegmachen. Warum das? Ja, weil der Panzer da irgendwie drauf vorbeigekommen ist. Er hat es irgendwie nicht geschafft, da vorbeizufahren. Aber jetzt schießen die ja beide. Das war wunderbar. Ah, da ist noch ein Laserturm, also doch nicht näher rangehen am besten. Ist doch egal, ich kriege ja den Flak kaputt. Den Flak ja. Kaputt, ja, kaputt! Mach kaputt, was dich kaputt macht! Ja. Gutes Credo. Ja, 3, 2, 1, bumm. Ja, Feuerwerk. Oh mein, da kommt er tatsächlich. What? Excuse me? Ja, da. So, warte. Jetzt musst du Möbius da reinschicken. Ja, selbstverständlich. Und dann. Im Ernst. Und aber das war die ganze Mission. Oh Gott. Okay. Okay. Da erinnere ich mich nicht dran. Nee, darauf werde ich auch nicht gekommen. Ich habe versucht, einen Witz zu machen. Der ist tatsächlich gelandet. Oder abgehoben, wie man es auch immer nimmt. Oh Gott. Ja, gucken wir das kurz an. Eine Stunde Spielzeit für nix. Oh, ja, voll viel taktiert, voll Effizienz, oh, Basis 6%. Und so. Wie auch immer die Effizienz messen hier in diesem Szenario. So, Zeit und Verluste. Also so, du musst es so schnell, je schneller du es abschließt und je weniger du verlierst, desto höher ist die Effizienz. Ja, ja, klar, aber Führung, ne? 75%. Oder ist Effizienz deine CPS? Gab's damals, glaube ich, alles noch nicht. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas schon getrackt haben, weil Effizienz gab's ja auch schon im Originalspiel. Ja. Das hätte ich für zu aufwendig gehalten für die damaligen Prozessoren. Ja, soll ich ja nicht mitzählen. Ja. Na gut. Oder cool. Weiß ich gar nicht. Vielleicht können wir ja mal ein paar Programmierer in die Kommentare schreiben, was der gerade für Möbel, aber das war bestimmt super einfach. Aber egal. Ja, dann sage ich mal, danke, dass ihr uns zugeschaut habt, wie wir jetzt Möbel tatsächlich befreit haben. Und euch viel Spaß beim selber kommandieren. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch wenig Tiberium unter dem Kissen. Und viel Spaß. Und dann tschüss von Aha und Insta. Bye, bye.